Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public. Zusammen mit dem Toledo, dem Manni, dem Micha, dem Uwe, wunderschön. Hallo. 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 So, wir haben leider den ersten Verlust zu beklagen. Aber... Ja, der zweite folgt dann am Ende der nächsten Folge. Das ist, ja. Ist leider so. Kannst du nichts machen. Oder machen wir das Beste draus, sagen wir es mal vorsichtig so, ne? Ja. So, ich bringe jetzt erstmal die letzten Ballen von Wiese 9 nach Hause. Wo haben wir denn gleich nochmal Ballen? Sind noch irgendwo welche ready? Oder war's das? Das war's. Das war's. Das höre ich gerne. Dann suche ich gleich neue Arbeit, falls hier jemand eins hat. Ja. Du kannst mir mal nach 50 einen Einhänger bringen, bitte. Und wenn du das erledigt hast, dann könntest meine Arbeit weitermachen. Jo. Mit dem neuen Fass, wenn ich das denn mal habe. Was fährst du für einen Schlepper? 39. Den stärksten aktuell, den wir haben. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Fahr ich gerne. Manni, ich komm gleich zu dir. Ich fahr einmal hoch, such mir einen Anhänger und dann komme ich zu dir runter. Das Gespann müsste noch komplett da stehen irgendwo. Bei der Tankstelle, glaube ich. Ich schau gleich. Ich fahre dran vorbei. Ja, das kannst du auch definitiv nehmen, weil du kriegst nicht voll und fährst du mal mit dem Drescher abladen, oder? Ja, ob ich jetzt an der Produktion, wo ich es abladen kann, vorbeifahre und in den Anhänger kippe oder direkt an der Produktion ablade. Alles fein, wenn du sagst, du kannst auch so abladen und brauchst da gerade kein Anhänger, ist das super. Alles fein. Ja, ja. Das soll uns nicht tangieren. Du bist ja ein Fuchs, Toledo. Du bist ein Fuchs. Totenstille. Ich habe gerade überlegt. Ob ich den Standard... Ich habe darauf gewartet, dass die Fortsetzung des Spruches kommt, aber... Ja. Nein. Nein, ich habe mich extra zurückgehalten. Ich habe gerade überlegt, ob ich ihn fortführe und dachte, nein. Einfach nein. Aber wie ging er denn nochmal weiter? Nicht so schlau, aber riech's wie einer. Schön, er hat selber gesagt. Es gibt mehrere... Optionen also, okay, dafür. Echt mehrere. Ich kannte nur die Toledo gerade gesagt hat. Das ist die Option, die ich auch tatsächlich kannte. Welche kennst du denn noch? Die sind nicht FSK. Ach so. Okay, ja. Nee, dann vergessen wir das Thema. Ja, einfach. Darum habe ich auch nichts gesagt. Ich warte ja jetzt noch drauf, dass es dann wieder auf meine Größe losgeht. Nein. Und alles. Nein. Dass das jetzt so eine Wir mobben Toledo-Folge wird. Hallo, nein, das machen wir doch nie. Nein! Das würde uns nicht einfallen. Aber ich. Also, das ist jetzt nicht kein Gemobbe, aber kann es sein, dass du das Futter vorhin, was du hattest, daneben gekippt hast? Weil hinter der Klappe bei der Produktion liegt irgendwie was, was genauso aussieht wie das, was vorher in der Schippe lag. Nein, wie kommst du da drauf? Nee, ich bin gerade dran vorbeigefahren und habe es gesehen. Deswegen komme ich da drauf. Ja, ist was daneben gegangen. Okay. Soll ich's wegmalen? Da sieht's keiner mehr. Ich wäre nachher ausgestiegen und hätte es mit F12 weggemacht. Na gut. Alright, kannst du gerne auch tun. Shit! Moment! Shit! Ja, ich habe vergessen, am Gercher vorbeizufahren. Okay, beim Ballenanhänger ist jetzt zu spät, den habe ich gerade abgestellt. Ich glaube, das fällt nicht weiter auf. Ich hoffe es zumindest. Aber der Traktor sieht gerade aus wie Hölle. Den muss ich nochmal waschen. Manni, wie schnell muss ich denn bei dir sein? Am besten gestern. Ich wollte es gerade sagen, oder vorgestern. Mann, ey. Okay. Erinnere mich mal bitte dran, ich muss den Anhänger, den Schlepper noch waschen. Ich sitze jetzt im C-Tor. Ich C-Tore jetzt zu dir.
Boah, Alter, der C-Tor mit den... Das häng doch ab, häng doch deinen wieder an. Das wäre zu einfach. Dann wasche ich den hinterher. Ja, nee, ist eine gute Idee. Ich glaube, der Fiat hat ein bisschen mehr Schmackes für die beiden Anhänger als der kleine C-Tor. Ja, dann bist du erst in einer Woche da, wenn du den nimmst. Ja, das habe ich vermutet, nämlich, genau. Nee, ist ein guter Vorschlag gewesen, Manni. Bin unterwegs, hab den Fiat Agri vorgeschnallt. Damit ich die extra 10 PS mitnehme, habe ich auch die Rundumleuchte angeschaltet. Jetzt geht das quasi in Maxgeschwindigkeit. Kurz in den R-Gang geschaltet für Rallye. Mhm. Hast du die Kolben aus dem Motorhaube befördert? Ja, die sind noch drin, Da sind wir wieder beim Thema Unimog rückwärts fahren in meinem Kopf. Mhm. Und jetzt 6 Rückwärtsgänge? Ja. Warte, hatte 6 von 8 hatte er, glaube ich, nur freigeschaltet irgendwie, ne? Irgendwie, genau. Genau so war es, ja. Genau, so bin ich auch gerade unterwegs. Ich bin aber hier im 16. Gang unterwegs. Also der hat hier keine Sperre, der gibt alles. Gut, okay, es ist doch der Vorwärtsgang, ich weiß. Auf welchem Feld bist du denn, Manni? 50. Perfekt, das weiß ich, wo das ist. Das ist sogar eine Lenkachse. Ja gut, das ist ein Tridem, oder? Ja, ja. Ja, dann... Damit du das Ding überhaupt übers Feld manövriert bekommst, macht das ja schon Sinn. Ich wollte gerade sagen, ohne Lenkachse ist der aber auch manövrierfähig wie so ein Kieselstein. Ja, ja. Ja. Wie so ein Containerschiff in voller Fahrt. 200 Meilen zum Anhalten und dann weitere 100 um zu drehen. Das größere Radius halt. Ja gut, aber macht ja keinen Sinn, ne? Also wenn du dann nicht mehr vernünftig drehen kannst mit dem Ding. Naja. Ja. Aber den Arm kann man nicht ausfahren, ne? Ui. Ui, ging doch? Nee, der dreht sich so schnell ein. Okay. Warte, ich will so, dass du nur... Ja, ach, shit. Nee, doch, hat geklappt. Perfekt. Wollte erstmal, dass du hinten anfangen kannst. So. Jetzt bringe ich den kleinen C-Tor wieder weg und dann komme ich zu dir, Uwe. Ja, ich bin gerade noch am befüllen und ich lasse mich gerade noch befüllen. Okay. Dann kann ich ja eigentlich noch kurz gucken, ob die BGA genug Ballen und sowas hat, ne? Vielleicht kann ich noch den Silagekarren benutzen heute. Ja, ja, also die Folge hast du noch Zeit. Hätte ich Bock drauf. Ja, mache ich gerne. So. Guck mal, eine Lücke wie für ihn gemacht hier zwischen den ganzen Großen kann der Kleine mal glänzen. So. Und der hat jetzt Precision Farming Dings mit drin, der oder was? Der hat jetzt Precision Farming jetzt mit drin. Wupp, wupp, wupp. Yippie. Wieso fährt er nicht los? Ich glaube, wir haben ein bisschen wenig Leistung. Echt? Ja. Ja, die Reifen drehen durch. Ich muss eine ganze Weile jetzt Silageballen schubsen. Also das mit übernehmen ist leider nicht drin. Er bewegt sich keinen Millimeter vorwärts. Was hast du denn für einen Traktor hier hin? Ein grün. Steht ein 930 Vario an der Seite. Sollen wir mal gucken, ob wir dem noch ein Motor-Upgrade verpassen können? Haben wir, glaube ich, beim letzten Mal. 351 PS hatte. Ja. Rückwärts geht's. 351 ist auch das Maximum.
Wir könnten unserem Zerion, ich glaube, noch 15 PS mehr geben, aber danach hört es auch auf. Das heißt, wir bräuchten wahrscheinlich tatsächlich etwas Neueres, oder? Ja, ich guck gerade, wenn ich das ganz hintere Ding abkoppel. Ja, dann passiert wahrscheinlich nichts mehr. Nee, wenn ich das ohne, wenn ich ohne die Dings fahre, wie viel Meter, Ich weiß gar nicht, ob er dann überhaupt Meter hat, wenn ich ehrlich bin. Das will ich jetzt ja gerade testen. Ja. Cool. Ja. Also, er fährt nicht los, wenn du düngen möchtest oder nur, weil er beladen ist? Er ist voll beladen und fährt nicht los. Also, die Vorderräder drehen durch. Aber er sagt nö. Also du hast noch nicht mal die Arbeit an, du willst nur fahren. Doch, ich hab's Fass an, aber ich kann's Fass auch ausmachen. Er sagt immer noch nö. Also ich hätte jetzt mal einen Vorschlag. Nur um zu gucken, ob es am Fass liegt oder am Schlepper. Wir investieren mal ein paar Mark und leihen uns mal einen Schlepper. Was halte ich davon? Ja, mach mal. Mach mal. Weil nicht, dass es einfach nur am Fass liegt. Ach, guck mal hier, das sieht. Stell den mal auf Seite. Was willst du denn leihen, Ball? 445 PS. Was für dich, würde ich sagen. Also ich hoffe, dass du es gut findest. Ah ja, schauen wir mal. Was denn? Hat Kette? Ja, aber 400, der hat 455 PS. Der 445. Der 960er Terra-Trek. Der hat ordentlich. Bin doch dran vorbeigescrollt. Den meinst du wahrscheinlich, oder? Nee, den Axion. 969 und der hat 445 PS. Meine ich doch, den 969er Axion. Terra-Trek. Ja, oder? Ja, Terra-Track. La Terra-Tracker. Der Axion. Genau. Ich bin gleich am Felde. Soll ich den runterbringen zu dir? Sitzt doch schon drin. Achso. Ah, du bist. Ich bin doch schon gleich am Felde. Das meinst du mit R. Sorry, mein Fehler. Ups. Baum. Macht nix, ist Vollkasko mit 0 Euro Selbstbeteiligung versichert. Okay. Ich weiß ja, wie wir fahren, deswegen keine Selbstbeteiligung. Wer fährt denn jetzt mit dem Fass? Brigger? Wie hat er das denn jetzt gemacht? An- und abgekoppelt? Ich habe keine Ahnung, der fährt jetzt gerade mit dem. Gott, welcher ist das? Dem Kleinen fährt er jetzt gerade. Mit welchem Kleinen? Ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin. Mit dem 800er Fendt oder was? Nee, mit dem Fortschritt. Mit dem Fortschritt? Wir haben was? Mit dem Same. Ach so. Und jetzt sag mir nicht, dass Brigger das Fass jetzt entspannt bedient und eben lief es nicht. Dann wäre geil. Also wär wirklich gut, weil dann hätten wir nicht das Problem, dass wir jetzt zwingend notwendig noch irgendwie was Größeres, Stärkeres, Neueres brauchen, damit das Fass bewegt werden kann. So, ja. Silage ist so gut wie voll. Den einen Ballen, den spare ich mir jetzt gerade einmal. Ich glaube, bis 145 oder ein bisschen mehr. Also auch bei mir ging's. Ja. Okay. So. Den Silagekarren habe ich auch wieder abgestellt. Verstehe ich nicht. Oh, sieht aber schnell aus bei Brigger, ne? Ja. Also ich bin mit dem
Da bin ich wahrscheinlich zu doof dafür oder so. Ja, wie gesagt, vielleicht war es auch einfach nur so ein Fehler mit an abkuppeln oder so. Das hatten wir ja auch schon. Ich hatte ja das Dings da mal abgekuppelt hinten, das Ja, vielleicht musstest du vorne abkuppeln oder so. Wer weiß. Kann ich direkt, dass ich den mir zurückgeben kann? Der kostet jetzt ja nur Geld. Ja, der hat uns eh schon 20 Riesen gekostet, also. Ja, aber ich kann ihn jetzt zurückgeben, oder nicht? Ja, soll ich das schnell machen? Ich hab keine Erlaubnis. Alles gut. Hab ich kurz gemacht. Ist ja nicht schlimm. Ja. Wie gesagt, die Vorderräder waren am Durchdrehen. Die drehten sich und der Rest ist einfach stehen geblieben. Ja, du, alles fein. Warte mal, ich habe noch 17.000 Liter. Ich habe Riga ja gerade schon was übergeschmissen. Überleg gerade, ob ich nochmal. Boah, hat gerade bei mir geleckt. Ob ich gleich nochmal zur BGA fahre. Gut, aber schaffe ich nicht mehr heute. Liebe Leute, für den Moment sind wir nämlich tatsächlich schon wieder am Ende angekommen. Ich würde sagen, mit einem Happy End für unser neues Fass. In diesem Sinne, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Vielen Dank dafür. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.